Willkommen zurück zu einer neuen turbo-geilen Folge Dying Light. Freut mich, dass du da draußen wieder turbo-geil am Zombie-Metzeln mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Long time ago, die guten alten Dying Light-Zeiten. Mann, das Spiel sieht immer noch heftig gut aus. Ich bin eben gerade ein bisschen durch die Altstadt getingelt und dachte mir nur so, Alter, wie geil ist dieses Spiel immer noch. Leute, es sieht immer noch unverschämt geil aus, oder? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Aber warum sind wir hier? Nun, es gibt was Neues. Und zwar hier drüben Hellraid. Hellraid sollte eigentlich mal ein eigenständiges Spiel werden. Man könnte sagen, Dead Island in einer düsteren Fantasy-Mittelalter-Atmosphäre. Hat mich sehr, sehr interessiert, dieses Spiel. Ich wollte es unbedingt haben. Ich habe damals sogar so ein Leak gefunden zu dem Spiel. Da gab es mal ein Leak. Habe ich ein bisschen reingezockt und dachte mir so, ey, Alter, das könnte was werden. Aber leider hat es dieses Spiel nie geschafft. Und jetzt gibt es hier Hellraid als DLC in Dying Light, damit man so ein bisschen was von der Idee von Hellraid halt hier in Dying Light zu spüren bekommt. Wir schauen jetzt direkt rein. Die Steam-Bewertung habe ich mir auch mal eben durchgelesen. Die sind verheerend. Aber ich bin großer Fan von Dying Light und auch von Dead Island. Und deswegen, komm, gehen wir gemeinsam rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Wahnsinn mit einer Bewertung unterstützen würdet. Auf geht's ins Land von Hellraid. Und schon sind wir drin. Ja, Intro gibt es nicht. Cutscene, Einführung, sonstiges, alles nicht vorhanden. Du wirst direkt reingeworfen in Hellraid. Und du bekommst eine Verderbnisklinge. Meine Waffen konnte ich also auch alle nicht mitnehmen, weil ihr wisst ja, ich habe sehr viel das Spiel gespielt und hatte natürlich extrem geile Waffen, aber die kann man eben alle nicht mitnehmen. Okay, hier geht's wieder zurück. Oh, geil, ich kann sogar wieder in die Slums. Das ist eigentlich ganz nett, dass man direkt sich in die Slums hineinschleudern lassen kann. Und da sollen wir rein in das alte Glibberloch von Kreis Mama. Okay, das wird spannend, Freunde. Das wird spannend. Endlich wieder Kyle Crane. Endlich wieder Gestöhne. Ey, ich habe voll die Steuerung vergessen. So ging Treten. So ging Schlagen. Und so ging Springen. So ging Ducken. Da ging gar nichts. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe komplett die Steuerung vergessen. Also von der Atmosphäre her sieht das schon mal ganz cool aus. Und es ist sehr ruhig. Also, Zombies gibt es keine. Was? Was habe ich eingesammelt? Irgendwelche Blitztränke. Okay, wie wirft man nochmal Dinge? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, Leute. So. Und? Ah, kleine Strombomben. Ah, weg mit dir. Okay, Moment mal. Ich habe ja hier nur so ein altes, graues Ding. Und damit meine ich nicht Quantums Mama, sondern mein Schwert. Das sollte eigentlich nicht besonders viel taugen. Naja, aber um Zombies zu zerhacken, ist es gut genug. Hey, Zombies zerhacken geht immer. Darin bin ich Experte. Also ich denke mal, das ist sowas wie ein Dungeon Mode. Ja, man muss da irgendwie sich durch die Horden durchschlachten. Keine Ahnung, was wir hier gerade einsammeln. Ah, hier oben sehe ich auch eine Anzeige. Wie viele noch am Leben sind. Benutzen. Okay, ich benutze es mal und es bringt mir was genau. Aha. Okay, gehört das alles noch zu dieser Ebene hier? Ein Heiltrank. Mann, ich hätte gerne Hellraid als eigenständiges Spiel. Ich sag ja, das hätte echt was werden können. Schaut euch mal die Trailer an von Hellraid. Allein dieser Minotaurus fand ich mega. Yo! Da kommt irgend so ein Knecht. Irgend so ein Knecht kommt angewackelt. Und will mich befummeln. Ey, warte mal, das zählt aber nicht hierzu, ne? Moment, wir gehen erstmal nochmal hier hin. Und schauen uns hier ein wenig um. Was, 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 was? Gibt es auch Skelette? Ich will Skelette töten. Nicht nur Zombies. Okay, Runner gibt es auch. Freut ihr euch eigentlich auf Dying Light 2? Habt ihr da Bock drauf oder sagt ihr, ne, eher nicht?
Ich glaube, das da oben sind meine Leben. Ich glaube, das sind nicht die Gegner, die wir noch killen müssen, sondern ich glaube, das sind meine Leben. Dreimal kann ich draufgehen, dann Game Over. Oh oh. Bam! Riech an meinem Fuß! Okay, wie nutzen wir Heiltränke? Wie gesagt, ich habe die Steuerung komplett verlernt. Ich bin selber überrascht, aber das ist eben nur mal so. Ihr wisst ja, wie das ist. Man spielt so ein Spiel mal ein Jahr lang nicht und dann durch die ganzen anderen Spiele, die man gespielt hat, ist irgendwie alles wieder raus. Das Gehirn wurde komplett geleert. Au, 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 au. Was habe ich hier gefunden? Eine neue Waffe? Warte mal, habe ich ein Inventar? Ja, ich habe ein Inventar. Oh, nice. Moment, wie kann ich nochmal Waffen wählen? Hier kann ich die Sachen auswählen und hier Waffen. Alles klar. Alles klar, ich habe einen dicken Knüppel gefunden. Es gibt wenigstens neue Waffen. Ich muss auch mal wieder so ein bisschen in die Mods reingucken. Ich habe ja auch so ein bisschen Dying Light. What the hell? Oh, Skelette. Skelette. Die können blocken. Was, 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 was? Was geht hier? Ist hinter mir noch ein Skelett? Einfach draufknüppeln. Wie viele kommen da raus? Macht das böse Schaden. Okay, ausweichen funktioniert jetzt nicht so. Hä? Geht bei mir gar nicht. Irgendwas mache ich falsch hier mit dem Ausweichen. Ja, es gibt ziemlich geile Mods. Also ich habe ja schon einige gespielt. Ich weiß gar nicht, wie sich da die Community weiterentwickelt hat. Okay, da drüben ging nichts, oder? Oh nein, noch mehr Zombies. Also ich kann mich zweimal heilen bis jetzt. Ich habe zwei Heiltränke gefunden. Oh, was ist das hier für einer? Was ist das hier für einer? Infected Zombie. Schön den Schädel runtergeknüppelt. Für was sind die Münzen? Was kann man mit den Münzen machen? Ich habe mich null informiert über das Spiel. Obwohl ich mir die Steam-Bewertung durchgelesen habe, weiß ich trotzdem gar nichts. Ja? Also ich habe da nur mal reingeguckt, weil ich neugierig war. Hm, was halten die Leute von dem Spiel? Und sehe dann irgendwie, ich glaube, 490 Bewertungen und alle so, kacke. Schlecht. Buh. Bleib liegen, Kumpel. Okay, einen Heiltrank habe ich hier noch. Nehmen wir mal das Baby hier. Na, ich bin froh, wenn es mehr von Dying Light gibt. Alles, was neu ist, gleich gut. Weil den Zweier, den werden wir dieses Jahr garantiert nicht sehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Frühjahr 2021 sehen werden. Glaube ich irgendwie nicht dran. Ich glaube irgendwie nicht dran. Was ist hier los? Was ist hier los? What the... Okay, ich muss mal... Wie geht nochmal heilen? Ich hab's vergessen. Oh oh. Oh oh. Finger weg. Okay, die Heilung kommt gut. Wow. Oh, wow, 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 wow. Jetzt ist aber mal gut. Ah, das war unnötig. Hey, hier ist Strom, Kumpel. Ja, das hat ihn nicht mal gekillt. Okay, Powerschlag in deine Fresse, Bruder. Alles klar. Alles klar. Die Horde gibt nicht auf. Ey, was geht hier? Jetzt kommen noch Skelette. Vorsicht. Wow, 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 no, 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 no. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Trink deinen Saft, Bruder, trink deinen Saft. Alter, Skelette sind schnell. Geht er down? Der eine hat eine Rüstung. Der Lümmel hat eine Rüstung.
Der hat irgendwas anderes. Der blinzt. Das ist ein Magier. Okay, okay, ich muss den Zaubermann. Der Zauber Johnny. Ah nein, meine Waffe. Komm schon. Ja. Ey, dieses Ausweichen geht bei mir nicht. Ah, endlich habe ich es mal hinbekommen, dass ich einen gecrappt habe. Okay, okay, Johnny. Alter, wie heftig ist der Dude mit der Rüstung? So, hä? Erledigt! So heftig ist er! Wow, wow, wow. Im Weinkeller. Im alten Weinkeller der Lüste. Da haben mich die Zombies rangenommen. Ja, also wie gesagt, ich bin mega gespannt auf Teil 2. Ich denke mal, wir alle sind mega gespannt auf Teil 2. Ich würde ja auch gerne hier und da mal wieder Teil 1 spielen. Und ich denke auch, viele Leute würden sagen, hey, ich habe es zwar schon 100 Mal gesehen, aber Dying Light, geht immer. Geht immer, Brudi. Das Problem ist nur, die Gewalt. Die Gewalt. Die verdammte Gewalt. Weil YouTube da immer anfängt zu heulen. Verboten. Was habe ich denn hier? Alter, was ist das? Okay. Okay. Nicht gut. Ja, weil sich der YouTube immer direkt einkotet. Da ist Gewalt drin. Kann man nicht bringen. Okay. Ich glaube, ich habe die nächste Ebene geöffnet. Einen kleinen Healy. Sollen wir den direkt schlabbern? Ja. Jetzt habe ich gerade Ruhe, also schlabbern wir das Ding. Ich wusste ja nicht, dass hier so Megawellen kommen. Geh mal ins Inventory. Reparieren. Kann ich überhaupt reparieren? Mit was repariert man? Ich habe einen Dollar. Ich habe einen Dollar. Einen echten Dollar habe ich. Ich meine, ich weiß, wie man repariert im Originalspiel, aber hier drin habe ich keine Ahnung, wie man Dinge repariert. Nee, 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 nee. Weil die explodieren nur. Okay, ich denke mal, eben gerade, ich war so eingeengt, war mit der Gesamtsituation ein wenig überfordert. Aber ich glaube, man sollte wirklich so ein bisschen in der Umgebung rumjumpen, alles abchecken. Weil ich denke mal... Oh, nice, endlich mal was Blaues. Dass hier viel rumliegt, was man nutzen kann. Oh, nimm mit. Alles mitnehmen, was geht. Okay, die blaue Waffe sollte man aber auch sparen. Nehmen wir erstmal hier die. Moin, was geht denn da drüben ab bei euch, ha? Rostige Klingen. Oh oh. Oh oh. Here we go again. No way, Jose. Hellrage Stufenaufstieg. Alter, hier kann man auch leveln. Bequem, ha? Echt, verdammt bequem. Okay, hier gibt es überall so ein paar Beutelchen, wo man reinbeuteln kann. Ich hoffe, die haben diesen Minotaurus eingebaut. Also bis jetzt kann ich schon verstehen, warum die Leute auf Steam sagen, naja, ist jetzt nicht der Oberkracher. Ich meine, es macht schon Bock, weil einfach das Gameplay, ja, dass das Spielgefühl von Dying Light unverschämt gut ist. Ja, das Combat System und so, das ist echt unverschämt gut. Ich hoffe, die Jungs von Dying Light kommen nicht auf irgendwelche dummen Ideen und sagen, ey, wir verändern alles, weil bitte macht das nicht. Das ist eh immer, was ich sage. Hey, Entwickler, ja, natürlich finden wir Spieler es toll, wenn neue Ideen kommen. Ich auch. Ich finde neue Settings, neue Ideen immer cool. Aber bleibt doch bei den Gameplay-Werten. Und ich meine, was das Gefühl angeht für Spiel, bitte traditionell. Ich hasse es, wenn man zu sehr rumexperimentiert. Und am Ende denkt man sich so, naja, viel gewollt, nichts irgendwie hinbekommen. Weil das hatten wir in letzter Zeit sehr, sehr häufig.
viel gewollt und irgendwie leider nichts hinbekommen. Was einfach nicht Spaß gemacht hat. Für mich persönlich Dying Light 2, was ich gerne hätte, einfach mehr vom Alten. Da bin ich ganz ehrlich. Schönere Grafik, eine coole Story, aber bitte einfach Zombies, Kombo-Waffen, zusammenbauen, brachiale Angriffe, Körperteile wegreißen, all das muss einfach drin sein. Angeblich soll es ja deutlich weniger Gewalt haben, damit es nicht in Deutschland verboten wird oder indiziert wird. Was halt wieder total affig ist. Meine Fresse. Nervt das alles hart rum. Waren wir hier schon? Ja, oder? Gibt es hier noch so eine mittlere Etage? Und ich bin hier hoch. Nee, es geht nur ganz nach oben. Gut. Hier. Waren wir auch schon überall. Die Dinge haben wir gelootet. Hier bin ich reingekommen, hier ist es zugegangen. Das ist eine Treppenhaus. Hier ist ein Hebel. What? Das sind eigentlich die schlimmsten, weil die landen halt immer einen Hit. Die kleinen Rattengesichter. Ich denke mir halt jedes Mal, hey, lass doch den Scheiß einfach. Lass den doch einfach. Lasst uns doch zocken. Peiniger. Alright, alright. Guten Morgen, Mr. Peiniger, Sir. Alles klar, der. Der frisst. Der Kollege. Nein. Oh mein Gott, gib dir mir eine Kelle. Aber die Klingen, die tun ihm ganz schön weh. Alter, nicht gut, Mann. Nicht gut. Und einmal hier rum und bam! Zack! Und schwupps. Alter, das gibt es doch nicht. What? Erstmal ein bisschen hier den heiligen Juice schlabbern. Ey, ich komm nicht weg. Was? Was? Das gibt's doch nicht. Das ist ja richtig mies. Okay, ich lande wenigstens hier. Der Peiniger ist immerhin wenigstens noch beschädigt. Ihm das einfach nicht wehtut. Das juckt ihn null. Alter, was hat der denn für Moves? Ey, ich komm nicht auf die Beine. Komm nicht. Warum drücke ich die ganze Zeit A, wenn so das Ausweichen geht? Mr. Peiniger, Sir. Jetzt komm. Krasser Dude. Krasser Dude. Yes! Mann! Säckli. Dieses A war dieser komische Wurf. Wenn der Zombie angreift, kannst du ihn so packen und werfen. Aber hier ist ausweichen. Ich sag ja, ich bin komplett raus, okay? Entschuldigung. So. Wir entsichern hier mal das Tor. Aber Minotaurus gibt's nicht. Skelette, ja, Minotaurus. Ich hoffe, weil ich fand den so geil, den Minotaurus. Der sah einfach so cool aus, so biestig. Wäre echt ärgerlich.
Alles klar, wir haben den ersten Teil vom alten Klavis. Jo, da drüben ist der zweite. Die Frage ist nur, wie kommst du da hin? Wahrscheinlich hier durch. Das sieht sehr düster und stinkig aus. Kommt da etwa Säure runtergeglibbert? Okay, ich bin wieder eingesperrt. Alter, yo! Yo, die Zauberer-Lady! Die Barbarossa-Zauberer-Lady. So nicht, meine Freundin. So nicht. Kann man da hoch? Ha, hier fehlt ein Hebel. Aber hier ist eine Kiste. Der Höllenspalte habe ich bekommen. Na gut, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn wir das Ganze natürlich durchspielen. Ist ja wohl klar. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!